Die Einheit mal kombinieren mit einem kleinen Grillfest. Wir halten das für sehr sinnvoll. Und wir wollen natürlich auch, wie das unser Kreisvorsitzender vorhin schon gesagt hat, der Maueropfer gedenken. Das wird gerne und immer wieder in den deutschen Medien unter den Teppich gekehrt. Wir hatten leider Gottes, ich habe mir gestern auch noch mal extra die Statistik angesehen, sehr viele Maueropfer. Interessant dabei war, dass selbst bei Grenzkontrollen bei der Ausreise 241 Herzinfarkte attestiert wurden. Da muss man sich natürlich an den Kopf packen, was das für Kontrollen gewesen sind. Aber wir haben uns gelöst von dem Verbrecherstaat. Wir haben es geschafft, mit sehr viel Geld, das muss man dazu sagen, die Einheit wiederherzustellen. Und wer einmal einen Rückblick in unsere Geschichte nimmt und sich die Geschehnisse 89 und 90 ansieht, auch die parteipolitischen Geschehnisse bei uns, das war nämlich auch sehr interessant, der wird feststellen, dass wir uns diese Einheit hier in Deutschland teuer erkauft haben. Im Jahr 89 haben wir Republikaner uns in den neuen Bundesländern, so nenne ich sie mal, versucht, auch der Bevölkerung anzunähern. Wir waren zuerst dort verboten. Unser Bundesvorsitzender Franz Schönhuber hatte damals Einreiseverbot in den neuen Bundesländern. Das erschwerte uns natürlich den Start. Andere Parteien konnten frei für ihre Ziele werben. Das war uns leider nicht möglich. Aber nichtsdestotrotz sind wir dann damals, es war in den Nachrichten zu sehen, aus West-Berlin, wo wir im Landesparlament vertreten waren, in die neuen Bundesländer rein, haben dort Flugblätter und Zeitungen verteilt und eifrig für uns geworben. Es war ein langer und harter Kampf und man hat uns sehr viele Steine in den Weg gelegt. Aber an dem heutigen Tag möchten wir einfach einmal derer gedenken, die diese Einheit eben nicht mehr mit uns teilen konnten, die leider Gottes bei der Flucht aus der DDR-Zone ihr Leben ließen